Hallo und willkommen zurück zu Burntime, der postapokalyptischen Strategie- und Handelssimulation. Und naja, ob man das jetzt noch alles als strategisch und Handel bezeichnen kann, lasse ich mal außen vor. Wir hatten beim letzten Mal ja weiter dran gearbeitet, den letzten Gegner umzulegen, also den einzubauen sozusagen. Und ich glaube, der hatte bis zu 5 Leute umbringen können. Und wir müssen das irgendwie ausbauen, dass wir mehr als 5 Leute da abstellen. Und die Idee ist jetzt, dass wir hier Schlangen produzieren. Wir haben jetzt da dummerweise keine Nahrung mehr. Und da wird jetzt auch erstmal noch nichts kommen. Einmal müssen wir hier essen. Wir werden da jetzt Schlangen produzieren und mit den Schlangen alles komplett füllen. Also alles komplett. Man kann eben maximal 6 Schlangen im Lager haben. Aber wir haben ja die beiden Leute auch noch. Der muss mal seine Axt weglegen. So. Und die können auch nochmal jeweils 6 Schlangen aufnehmen. Und damit müssen wir gucken, dass wir da eine erhebliche Truppe zusammenbauen, um dann hier quasi einfach den Gegner an Müdigkeit quasi sterben zu lassen, mehr oder weniger. Dass er es nicht schafft, meine Leute so schnell tot zu machen, dass der also in der Zeit dann wieder an Nahrung kommt. Also der muss beim Töten meiner Leute quasi irgendwann verhungern. Das ist schon ein bisschen absurd, aber so. Und das wird jetzt hier erstmal weiter auf das Farmen von Schlangen hinauslaufen. Wir sind bei 548. Das wird aber sicherlich jetzt 100 Runden oder sowas dauern. Und die werde ich jetzt weitestgehend durchklicken, damit ihr euch das hier nicht komplett antun müsst. Also werde ich das hier mal gerade vorspulen. So. Teil 1 des Plans ist fertig. Ich habe jetzt hier im Inventar 6 Schlangen. Ich habe hier im Lager 6 Schlangen. Der Funky hat 6 Schlangen. Und Black Eye hat 6 Schlangen. Und jetzt bauen wir noch eine zusätzliche Reserve auf von Ratten. Das wird ein bisschen länger dauern, weil wir da eben weniger produzieren. Aber das geht auch noch. Also da würde ich jetzt auch dann entsprechend die Ratten produzieren und Ratten essen. Oder ich könnte hin und her switchen, aber ich glaube, das macht verhältnismäßig wenig Sinn. Oder? Also ich könnte jetzt eine Schlange essen, da müsste ich aber genau immer abpassen, wann denn da wieder eine Ratte auftaucht. Oder Ich esse jetzt erstmal die Schlangen auf. Ja, machen wir das so. Ich esse jetzt erstmal die Schlangen auf und lasse die Ratten produzieren. Und damit kann ich das effizienter machen. Dann produzieren die danach die fehlenden Schlangen wieder nach. Und dann geht das, glaube ich, einfacher. Oder nicht einfacher, sondern schneller. So, nächster. So. 3 Ratten haben wir. Dann einmal wieder trinken. Und dann spule ich das jetzt auch wieder vor. So, also wir haben jetzt hier die 6 Ratten. Jetzt haben wir aber nur noch 3 Schlangen über. Das heißt, ich werde die jetzt wieder auf Schlangen umstellen. Jetzt probieren wir noch, holen wir uns noch einmal die Schlangen wieder zurück. Und dann sind wir auch fertig und können hier unsere Verteidigung aufbauen.
So. Wie viel haben wir jetzt? 4, 5. Wir müssen aber gleich wieder essen, also da ist noch was zu machen. Okay, einmal Wasser trinken. 1, 2. Dann müssen wir wieder eine Schlange essen. Okay. 1, 2, 3. Die wären jetzt ansonsten fertig gewesen. 5, okay. Holen wir uns die Schlange noch dazu. Und dann sind wir durch. 5. 1, 2, 3. Das sind jetzt alle. Okay. Das heißt, jetzt haben wir das Maximum erreicht. Mehr können wir hier nicht bekommen. Es sei denn, wir würden das jetzt noch weiter strecken. Und wir würden jetzt noch einen machen, den auch mit Schlangen vollladen. Und da ginge auf jeden Fall noch mehr. Aber ich hoffe, dass das jetzt so reicht, schon reicht, um den Gegner platt zu machen, um hiermit genug anwerben zu können, um ja, da was gegen anstinken zu können. Willst du einen Job? Normalerweise nicht. Aber gib mir eine Schlange. Hier hast du eine Schlange. Den hatten wir zuvor eben rausgeworfen. Jetzt ist er wieder dabei. Und der bekommt ja ein Fleisch und geben wir dem. Geben wir dem erstmal so. Also eine Fleisch, eine Schlange. Mal das dazu packen, ja. Sieht super aus. Okay, dann kriegt er auch. Ne, den nehmen wir mit, weil das ist sowieso ein Techniker. Der kann nicht wahnsinnig viel. Das heißt, ja, den nehmen wir mit. Der muss trotzdem was essen, dummerweise. Naja, gut, auf das eine kommt es dann auch nicht an. Dann ist da eine Schlange. Okay. Dann, also den Kaiser, den hätten wir zum Lager. So, dann Black Eye. Der legt auch mal hier Kram weg. Hat jetzt eine Schlange im Inventar. Der wird jetzt 145, okay. Der kriegt jetzt hier die Waffe. Der hat die Waffe auch aktiv. So, jetzt müssen wir mal gucken. Black Eye, willst du einen Job? Bring mir Fleisch. Okay, der will noch nicht mal eine Schlange haben, der will nur Fleisch. Aber den werden wir auch anheuern, weil alles, was wir hier bekommen können, müssen wir dann schlussendlich nicht rüberbringen und nochmal da zusätzlich durchfüttern. Also den heuern wir auch an. Wir könnten das natürlich auch später machen, aber es kann sein, dass der Gegner dann hier direkt schon anfängt, die Gegner zu töten. Also nicht die Gegner, sondern hier, ne? Willst du einen Job? Schlange, hier hast du noch eine Schlange. So. Das heißt, ja, komm, kriegt er halt zwei Schlangen. Dann Axt, bam. Nummer 3, fertig. Black Eye. Kriegt zwei Schlangen. Axt, bam, Nummer 4. Und da haben wir noch einen. Naja, weil ich die halt vorher hier alle gefeuert habe, sind die noch alle da. Willst du einen Job? Hier hast du eine Schlange. Ja, die sollten eigentlich da bleiben. Moment. Zum Lager. Zum Lager. Und die zwei Fleisch, die lassen wir mal, weil wir die eventuell zum Anheuern brauchen. Kriegt er das? Achso, der braucht natürlich trotzdem die Waffe. Zack. So, jetzt hätten wir erstmal fünf Leute hier stehen. Das heißt, wir machen immer noch
Genug, um die quasi zu versorgen. Nee, Funky. Funky ist der Techniker. Der kommt erstmal zum Trupp noch. Moment. Bird zum Lager und Funky, genau. So, und das war's. Jetzt hätten wir nur noch. Ich meine, ich kann theoretisch auch noch einen Arzt anwerben. Whitey. Wir haben jetzt hier 5 Leute. Nee, das machen wir später. Können wir hier noch weitere Leute anwerben? Wir gucken jetzt mal, dass wir hier was trinken und dann packen wir die beiden Charaktere voll und dann gehen wir in die Stadt und dann rekrutieren wir in der Stadt auch noch mal so viele wie möglich. Nehmen wir die Wassersäcke mit und unterschiedliche Nahrungsmittel. So, die 2 Fleisch. Und die nehmen wir hier auch noch Kram mit. So. Okay. Hätten wir das so? In 10, 2. Der Gegner würde sich hier jetzt normal durchkämpfen. Also das würde noch nicht reichen. Wir gehen jetzt zur Stadt. Das sind 3 Tage. Und da ist der Gegner auch schon drüber. Wir hatten 5 Leute hingestellt und die werden jetzt da schon dezimiert werden. Da könnte man jetzt eben auch überlegen, ne, ob man das denn überhaupt so machen will. Oder auch da quasi safe scammt, um da mehr übrig zu lassen. Weil das ist schlussendlich, kann das jetzt dazu führen, dass das eben deshalb dann nicht mehr funktioniert und dann müssten wir nochmal hin und her laufen und das Ganze nochmal machen. Fleisch, wir haben jetzt da 2. Iceman, willst du einen Job? Schlange, hier ist eine Schlange. Und ich glaube ab 5, also da kann man noch mehr ab anheuern, aber dann geht das Interface kaputt. Dann kann man die Charaktere nicht mehr aufrufen. Wasser. Aber ob das trotzdem funktioniert, ob die dann essen und so weiter, weiß ich nicht. Ich probiere das einfach mal. Ich nehme heuer hier noch mehr an. Pokerface, willst du einen Job? Hier hast du eine Ratte. Und den da nehmen wir auch noch. Eine Schlange, welchen Beruf? Das war der andere. Ne, wir machen den da. Ah, geh weg. Geh weg! Sobald ich klicke, geht er rüber. Helden. So, da. Willst du einen Job? Gib mir eine Schlange. So, dann haben wir jetzt ordentlich Leute. Dann müssen wir aber jetzt essen, damit wir da. Ja, da ist jetzt einer von denen, der hat das Wasser mit. Aber keine Ahnung. Nee, der muss ja der Funky sein. Funky, der hat das Wasser. Hatte der genug, der Pokerface? Pokerface hat genug. Okay. Pokerface geht nach unten. Funky geht erstmal zurück. So, wir bräuchten theoretisch. Naja, aber jetzt könnt ihr hier sehen, da stehen mehr als 2 nebeneinander. Da ist irgendwas. Dann geht auch das Interface. Das sind, naja. Wasser. Es wird aber niemand sterben, wenn wir da minimal zu wenig haben. Also das sollte so passen. 3 Tage, damit kommen wir auf jeden Fall wieder zurück. Allerdings habe ich auch nicht genug Wasser, um alle mit Wasser zu versorgen. Aber ich vermute, dass der läuft übrigens hier auch nicht mehr mit. So, wir reisen rüber. Und damit unserem Pulk runter. Jetzt sind sie alle mit dabei.
So, Fist. Das war okay. Das war eigentlich wer anders. Also, das ist der Kämpfer. Der kriegt zwei Schlangen. Der kriegt eine Waffe. Fertig. Stellt sich dazu. Red. Du kriegst eine Axt. Kriegst zwei Schlangen. Stellt sich dazu. Zum Lager. Den könnten wir eventuell. Pokerface. Zwei Schlangen. Der hat Wasser. Der eine Typ hat leider kein Wasser aus dem Lager. So, der kriegt eine Axt. Auch fertig. Zum Lager. Wichtig wäre jetzt natürlich, dass der Hauptcharakter nicht verdurstet. Das passiert hier aber nicht. Okay. Der Funky, der hat 0. Und der Red, der hatte auch zu wenig. Das heißt, ich packe die mal gerade, den mal wieder zum Trupp. Geh da rein, dann. Da ist aber auch. Okay. Alle. Der Red muss zum Trupp. Ja, ich glaube, da ist das Interface kaputt. Der re reagiert auch nicht, wenn wir den jetzt zum Trupp schicken. Ja, also der zum. Doch, jetzt geht's. Aber das war das jetzt der richtige? Red 0. Red und Funky. Und Cordano muss aber weg. Weil der hat ja noch zwei. Allerdings, wenn wir jetzt hier. Doch, der kann ja dann auf der anderen Seite trinken. Moment. Also der macht jetzt einzeln, läuft da runter. Der geht dann da rein. Die trinken jetzt. Plupp. Damit passt das wieder. Der kann jetzt zumindest 2 Tage aushalten. Zum Lager. So, das wäre jetzt hier unsere Truppe. Und das ist dann auch schon am Limit vom Spiel, wie man sieht, weil das Spiel quasi mit mehr als 5 Leuten das Interface kaputt geht. Und hier könnt ihr auch sehen, eigentlich ist es 1 und 2, aber wir sind hier bei 2 und 3. Also da ist irgendwas ne? Im Eimer. Wir nehmen jetzt die Handpumpe mit. Und das Messer. Und nehmen wir das jetzt sicherheitshalber auch noch mit. Und den Rest, den legen wir hier auf die Charaktere. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute. Ja, das funktioniert auch schon nicht. Der Trademan, der hat jetzt anscheinend kein Inventar. So. Aber ich glaube, die können untereinander auf den Kram zugreifen. So, das wäre jetzt hier unsere Stoßtruppe. Also Stoßtruppe, Verteidigungstruppe. Jetzt reisen wir. Die werden halt nur ausharren können, ja? Die bekommen halt hier Schlange. 5. Und Wasser haben sie eigentlich zu wenig, aber dann verdursten die halt irgendwann. Das sollte aber kein Problem sein. Glaube ich langfristig, weil die sowieso wegsterben, weil der die kaputt macht. Also, speichern und dann werden wir da runter. Und der wird natürlich dann darüber ziehen. So. Jetzt haben wir 2 Leute mitgenommen, die eigentlich gar nicht in unserem Trupp gehören. Ja, also da ist dann das Spiel irgendwo im Eimer. Alle. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, den mal gesehen zu haben. Na gut, ich habe alle angehört. Es kann sein, dass der dabei war, kämpfen. Ich hatte noch ein Messer, das ist auch equipped. Vielleicht stand er irgendwo, wo ich den nicht gesehen habe.
Aber jetzt haben wir hier eigentlich zu viele. Okay, Moment, ich guck noch mal. Ich lade noch mal das andere. Vielleicht können wir den noch da abstellen. Weil das macht keinen Sinn, die mitzunehmen. Alle. Da ist keiner, der Iceman heißt. Es kann sein, dass die, als ich die Zone betreten habe, dass die erst gar nicht hier reingekommen sind, sondern in so eine Art Puffer gelandet sind oder sowas. Und die jetzt wieder der Gruppe beigefügt werden. Iceman und Wayne. Naja, gut möglich. Okay, kämpfen. Und da haben wir den Bösen. So, also. Wir haben jetzt hier ein. Wir nehmen das hier mal mit. Wir haben natürlich da jetzt zwei Leute, die an sich unnütz sind. Die könnte ich dann theoretisch rüberbringen. Aber für den Moment haben wir hier eher das Problem, dass die natürlich jetzt auch Wasser brauchen. Und das ist ein bisschen begrenzt, was wir da haben. Also wir haben jetzt die Pumpe. Wir legen da das Messer rein. Zack. Dann haben wir müssen das noch zum Lager machen. Inventar. Der hat zwei Wassersäcke. Wie viel haben wir hier an Wasser? Drei. Ja, das wird so oder so nicht reichen. Aber ja, packen wir hier mal die Wassersäcke rein. Oder einen. Ne, nehmen wir zwei und dann packe ich das auf den anderen Charakter. So, zum Lager. Ja, der hat jetzt nur noch ein Wasser. Also, um das zu überleben, müsste ich auf jeden Fall wen rauswerfen. Ansonsten kriegen wir hier kein Wasser und dann gehe ich drauf. Also, die sind leer. Ich könnte theoretisch mit denen zurückreisen und die auch noch in der anderen Zone hinstellen. Wenn der das hier überlebt. Aber ich glaube, das ist sowieso die ultimative Strategie, Taktik, wie man es auch immer nennen will. Weil der Computer dann zu blöd ist, um da hin und her zu reisen. Wobei, nee, der steht jetzt hier schon. Okay. Naja, dann muss ich die wegschicken. Iceman. Den entlasse ich jetzt. Und den Wayne, den behalten wir. Essen wir eine Schlange. Ja. Naja, müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert oder ob ich da verdurste. Es kommt drauf an, je nachdem, ob das da ins Lager geht oder. Okay, nächster. Der Gegner, der muss quasi jetzt losreisen, weil ich ja drin bin. Wasser 2 Tage, Wasser 1 Tag. Okay, das passt. Und jetzt könnten wir den auch noch rüberbringen. Nach Goldtown. Aber Goldtown ist im Moment sowieso voll. Also das macht jetzt eigentlich keinen Sinn. Wir können den jetzt hier noch eine Weile durchfüttern. Und dann, sobald da einer weggestorben ist, dass wir den dann dahin bringen. Ich hätte auch beide Rattenfallen hier rüber transportieren können. Dann hätte ich ja sogar genug gehabt. So, und der fängt jetzt an, da zu randalieren. Und ich glaube, der hat auch schon den ersten getötet. Na, ja, wir produzieren hier ja Maden. Also 6. Jetzt sind es nur noch 5.
Ja, Wasser geht da zu Neige. Nahrung ist jetzt hier auch noch keine. Nächste. Ich hab das aber richtig. Ah, den habe ich auf Ratten gestellt. Ja, das ist ja nicht so klug. Wasser. Na gut, wir haben da Ressourcen. Das macht jetzt da keinen großen Unterschied, ob wir. Ja, aber da sind jetzt schon die Leute verendet. Also wir müssten da jetzt rüber. Dann wird der wieder gezwungen, zurückzugehen. Und theoretisch kann man das Spiel halt ewig führen, indem man einfach die ganze Zeit nur hin und her reist und den daran hindert, quasi zu kämpfen, weil man den jedes Mal verdrängt. Aber das ist ja auch eine bescheuerte Mechanik. Also deshalb wollte ich den eigentlich ja jetzt auf andere Weise. Ne? Wir füllen das jetzt nur mal auf. Da. Ja, den Schrotflinten oder den Gewehrtypen hat er auf jeden Fall schon erledigt. Joe, willst du einen Job? Schlange, hier hast du eine Schlange. Joe. Nein. Legen wir mal den Kram hier rein. Das lassen wir erstmal. So. Bewaffnet. Naja gut, Nahrung ist ja schon genug, also. Ist das der Richtige gewesen, Joe? Zum Lager. Okay. Whitey, willst du einen Job? Hier hast du Fleisch. Wayne. Zum Lager. Whitey. Da. Fertig. Der nächste. Schlange. Ratte. Muss jetzt mal gucken, ob wir hier einmal trinken können. Nein, da ist nichts. Also muss ich auf jeden Fall weg. Whitey zum Lager. Jones. Willst du einen Job? Hier hast du eine Schlange. So. Bam. Der nächste. Zum Lager. Nehmen wir das hier noch mit. Das hier wäre es dann hier wieder gewesen. Dann reise ich wieder zurück. 5. Nach Devil Rock. Der wird dann automatisch wieder vertrieben und muss wieder zu einem anderen hin. Wir haben halt hier den einen Typen, Funky, den ich zurückgelassen hatte. Wasser aufladen. So. Ja, ich hätte die Ratten jetzt wieder rüber transportieren können. Ja, und theoretisch hätte man damit dann hier auch ein Rattenlager aufbauen können und vielleicht noch wen anheuern. Bin mir nicht ganz sicher. Wir gucken jetzt mal, ob das hier klappen kann. Die 6 Leute, die da sind. Ohne dass ich das jetzt, dass ich die ganze Zeit hin und her reise, weil damit ist der Gegner auf jeden Fall, damit würde der halt gehindert werden, irgendwas zu tun. Das ist aber dann schon auch irgendwie, doch, würde ich schon als Exploit dann eher einstufen. Aber anscheinend, also so brutal wie der hier die Gegner abmetzelt, vielleicht hat man da gar keine andere Wahl. Beim letzten Mal hatte der sich mit dem letzten Gegner echt schwer getan. Die Probleme scheint er aber dieses Mal. Naja, gut, wir haben noch. Da ist der letzte übrig. Nächster.
Und Gregor ist von uns gegangen. Alter Falter. Also das ist schon brutal. Aber der scheint dann nicht verhungert zu sein, weil so lange hat das jetzt gar nicht gedauert. Sondern der ist wahrscheinlich dann... Vielleicht hat er sich im Kampf verkalkuliert oder so. Und anscheinend ist damit das Spiel nicht vorbei. Das heißt, wir müssten jetzt noch alles andere quasi einnehmen. Also wir haben ja hier diese Statistiken. Statistik. 54% der zu erobernden Orte. Also müssen wir jetzt noch alles andere quasi einnehmen. Und da werden wir uns mal ranbegeben. Da brauchen wir bestimmte Materialien für. Wir haben ja jetzt... Da haben wir noch ein paar Sachen liegen. Auch den Strahlenanzug, den... Der ist hier. Okay. Naja, jedenfalls den Funky, den können wir da zurücklassen. Da müssen wir auch nie wieder hin. Also brauchen wir dem auch nichts da zu lassen. Das essen wir gerade. Und da ist halt nur noch der eine Typ hier übrig. Das heißt, da müssen wir auch niemanden mehr entlassen, die sind alle tot. Also, rüber nach Goldtown. Und jetzt laufen hier überall die Leute rum, weil wenn die gestorben sind, dann kommt da halt Ersatz. Also, das ist ein bisschen seltsam gemacht, aber theoretisch könnte man da halt immer wieder neu anwerben. Und wir sollten uns auf jeden Fall jetzt den Redman, den werden wir uns jetzt holen. Willst du einen Job? Etwas Fleisch. Hier hast du Fleisch. So, Vitalität, okay. Zack. Ist natürlich jetzt hier auch kein zentraler Punkt, also so ideal ist das hier nicht. Vielleicht sollten wir die Sachen irgendwo anders hin transportieren, wie beispielsweise nach Deadwood. Ich muss mal gerade nochmal auf meine Karte gucken. Da würden wir sowieso ja nach Nirvana hochreisen müssen. Ja, wir haben da noch einiges. Ja, vielleicht sollten wir, wo wir jetzt hier diese ganzen Leute haben und auch die Ressourcen, dass wir da jetzt das rüber transportieren. Schlange. Werden wir mal... Monkey, war das ein Techniker? Job, bring mir etwas Fleisch. Aber Fleisch haben wir... Ja, vielleicht ist hier irgendwo Fleisch drunter. Ne, anscheinend ist es schon verbraucht. Okay. Die Äxte sind jetzt eigentlich belanglos. Also die, weil wir nicht mehr kämpfen, macht auch eine Axt eigentlich keinen Sinn mehr. Und die Schrotflinte und die Mistgabel auch nicht. Naja gut, wir müssen halt noch Hunde platt machen, aber die kann man auch mit der Faust zusammenknüppeln eigentlich. Wir müssten wahrscheinlich eher gucken, dass wir auf Messer, dass wir Messer kaufen. Okay. So, Andy, willst du einen Job? Hier hast du eine Schlange. Zack. Wir haben ein Wasserdingen. Trinken wir mal gerade. Da hätten wir die Pumpe. Die brauchen wir jetzt hier natürlich auch nicht mehr. Und die Wassersäcke, also da ist im Moment nichts mehr.
Die Schutzkleidung, die nehmen wir mal mit. Also da würde ich dann irgendwann was draus bauen wollen. So, also hier ist jetzt nur noch das Gold, was irrelevant sein dürfte. Okay. Das heißt, jetzt müssten wir gucken, dass wir Leute in den einzelnen, in den Sektoren abstellen. Ja, die hier sind kein Problem. Und dann halt in denen, die ungesund sind. Wobei ich da auch nicht genau weiß, was man da braucht. Also, ob man den kompletten Strahlenanzug braucht, wahrscheinlich ja. Also, reisen wir mal runter nach Antella. Inventar. Ach, Moment, das machen wir nicht. Option, eine Sache. Die Ratten sollte ich natürlich jetzt schon mitnehmen. Also, diese. Die Ratten fallen. Und die Schlangen fallen eigentlich auch. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen viel. Soll ich noch einen für eine Schlange anheuern? Na komm, willst du einen Job? Der sieht aber auch nicht so gesund aus. Okay, dann nehmen wir den auch noch mit. Die produzieren hier weiter Schlangen. Aber das reicht halt. Und das hier ist dann auch voll. Wir können das hier gerade essen. Nehmen wir das Gold noch mit. Naja, und mehr macht aber jetzt auch keinen Sinn. Wir könnten da zwar was essen, aber das Gold ist auch wertlos. Also das braucht man nicht unbedingt mitnehmen. Wir könnten die Äxte theoretisch als Tauschwaren mitnehmen. Aber ich lasse das jetzt mal so. Wir gehen mal hier weiter. Dann gucken wir mal Händler. Da haben wir eine Gasmaske. Und die Gasmaske, die brauchen wir. Zwei, drei. Okay. Dann nehmen wir das. Kann sein, dass wir da was anderes dazu bekommen würden. Ne. Vielleicht müssten wir auch noch mal gucken, dass wir eine zusätzliche Pumpe bauen. Aber wir haben jetzt zwei Pumpen mit. Ne? Also. Ich denke, da brauchen wir jetzt auch nicht was. So viele Orte gibt es auch nicht ohne Wasser, glaube ich. Auf jeden Fall zwei Orte. Okay, also wir nehmen die Gasmaske auf jeden Fall mit. Handel, So ein okay. Geschäft macht man nicht alle Tage. Ich weiß auch nicht, ob man nicht vielleicht wo jemanden abstellen kann, ohne dass der einen Anzug hat und ob dass er das überlebt. Das kann auch sein. Dass man einfach nur nicht rumlaufen kann. Übrigens, hier in der Stadt kann man gar nicht auf Kampf wechseln. Also hier die Hunde, die sind. Ich weiß nicht, ob man mit denen reden kann, aber ich vermute, dass da nichts passiert. So, Inventar. Wir haben zu wenig Wasser im Moment. Naja, dann gehen wir mal. Alle. Gehen wir mal. Wir haben immer noch auch, aber viele Leute. Wo sollte ich denn danach hinreisen? Wir könnten nach Numea reisen und da dann eben einen hinstellen und da auch ausprobieren, wie das funktioniert. Ah, ihr Deppen. Lauf mal dahin. Wir müssen dann, da vertrinken wir dann mal eine Schlange. Wobei wir werden erstmal woanders hinreisen. 5 Tagesrationen versaufen. 2. Ja, das machen wir. Trinken. Und das hier. Oh, das ist sogar null wert. Wow. Okay, das ist nicht viel. Dann machen wir noch eins. 5. Jawohl. Dann reisen die jetzt erstmal runter nach Deadwood. Da haben wir dann Hundefleisch. Und dann gucken wir weiter. Bei der Fabrik, da ist heftig Strahlung. Da geht nix.
Wir könnten natürlich dann in Deadwood auch erstmal wen abstellen. Oder wir reisen fix darüber nach Nomea. Das sind nur 2 Tage. Und stellen einen ab. Und reisen dann direkt weiter. Aber ich habe gar keinen Platz, um den abzustellen. Also, sagen wir mal, der fühlt sich da bestimmt gut in der Strahlung. Also wir könnten da noch was. Da noch was. Wobei, die würden wir dann da hinlegen. Doch, und dann essen wir jetzt noch eine Schlange. So, doch, dann passt das. Dann reisen wir da mal runter. Dann hätten wir das auch fertig. Aber ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Also wir reisen jetzt dahin. Was waren 2? Okay. Wenn wir... und das ist das einzige Gebäude hier. Moment. So. Natürlich ist der, den wir brauchen. Ist der schon irgendwie verendet oder was? Ja. Hoppla. Wieso denn? Vitalität 2%, alter Falter. Okay, der stirbt einfach direkt an der Strahlung. Das ist aber nicht so gut. Ja, der sieht schon nicht so gesund aus. Dann gehen wir erstmal nach Nameless Town und machen das da. Und gucken mal, dass wir hier Leute loswerden, sozusagen. Nameless Town sind 3 Tage. Haben wir genug, um... Ja, das passt. So, dann machen wir hier mal eine Tour durch den Norden. Kaiser, was hast du denn? Zeig mal, was du hast. An sich nichts, was wir da jetzt dringend brauchen würden. Dann... Da sind aber noch alle. Okay. Wir haben hier Ratten und Schlangen. Wir machen da direkt auf Schlangen. Packen das da hin. Die nehmen wir wieder mit. Und der Chang, der sowieso so im Eimer ist. Und hier sind ja anscheinend auch keine Hunde, dass der nicht aufgefressen wird oder Mutanten. Eingang, da können wir noch gucken. Aber da sollte eigentlich nirgendwo was sein. Vielleicht kriegen wir dann ein anderes Bildchen. Aber ich glaube, die Bildchen sind immer nur in den Städten. Wir müssten aber auch noch den Wasservorrat finden. Da ist noch ein Eingang. Okay, da. Wir müssten einmal was essen, damit der... Der Andi muss was essen. Okay. Der ist natürlich derjenige, der wegläuft, aber passt schon, dann machen wir das so. Nehmen den Andi. Der geht jetzt hier rein und isst was. Wie viel Produktion Wasser haben sie? Genug. Okay. Und das ist auf Schlangen eingestellt. Okay, alle. Das haben wir also auch. Dann können wir weiterziehen. Hardman's Dead können wir einnehmen. Zur Raffinerie kommen wir nicht. Da brauchen wir einen vollen Strahlenanzug. Wir können auch erstmal dahin und dann... Ne, wir müssen sowieso dahin und dann wieder zurückreisen, weil die sind nicht miteinander verbunden. Okay, das heißt darüber.
Hier sind auf jeden Fall böse Mutanten. Batsch. Wo haben wir hier Eingänge? Da unten ist nichts. Da ist ein Eingang. Da geht nichts. Nix. Hier muss aber noch irgendwo was sein. Moment, da waren drei. Da ist Wasser. Okay, das reicht zumindest, um weiterzukommen. Dann machen wir hier. Was können die hier? Ratten gehen. Das heißt, hier legen wir dann eine Rattenfalle hin. Hier Wasser. Wir haben jetzt aber trotzdem zu wenig Platz im Inventar. Wir nehmen. Da ist noch einer, der Redman heißt. Wir nehmen aber Monkey. Willst du einen Job? Bringen wir zuerst eine Schlange. Die haben wir ja dabei. Müssen die bloß umbauen. So, dahin. Job, Schlange hier. Den Monkey zum Lager. Und damit hätten wir das Ding auch erobert, sozusagen. Ja, zur Raffinerie könnten wir erst mit einem Strahlenanzug. Das geht aktuell also nicht. Zwei Nahrung. Wir müssten wieder zurück nach Nameless Town und dann nach One Man's Haven. Und das hier, Raststätte, da müssten wir eine Pumpe hinsetzen. Damit da. Oder nee, das war Nahrung, die da überhaupt nicht war. Ja, da ist keinerlei Nahrung. Also da müssten wir wahrscheinlich als allerletztes sogar hin. Okay. Aber wir können hier die ganze rechte Seite müssen wir noch abknuspern. Und dann haben wir hier unten noch Death Town. Aber da sind auch noch verstrahlte Sachen. Also ich weiß nicht, wenn man da wirklich alles auf 100% bringen muss. Ich habe aber auch gelesen, zumindest bei der Amiga-Version gibt es eben einen Fehler, dass das Spiel erst gar nicht auf fertig springt. Also nicht, dass es sogar, dass das Ende kaputt ist. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich hoffe mal nicht. So. Also wir reisen weiter, beziehungsweise wir reisen jetzt wieder zurück. Ja, nach Nameless Town. Wir haben zwei Händler. Hallo, Freund. Sag mal, was du hast. Messer. Naja, im Moment haben wir aber auch verhältnismäßig wenig zum Handeln. Sag mal, was du hast. Na, das wäre schon ganz nett, aber ich bin vor allen Dingen an Handschuhen interessiert. Die habe ich nämlich noch gar nicht gesehen. Und die bräuchten wir aber, um so einen vollständigen Strahlenanzug hinzubekommen. Wir bräuchten Wasser. Das habe ich aber schon wieder vergessen, wo das war. Hier. Und Nahrung bräuchten wir auch. Außer der da, der Andi, der braucht nix. Der Andi, der kommt dann mal weg. Es sei denn, der hatte jetzt den Kram im Inventar. Ne, hat er nicht. Redman, so. Das heißt, die müssen jetzt einmal Schlangen essen. Und packen wir wieder alle zusammen. Okay. Wir könnten jetzt weiter nach One Man's Haven reisen. Aber wir haben eben jetzt auch kein Material mehr. Wir sollten wahrscheinlich nach Deadwood gehen, um uns da einmal vollzuladen mit Nahrung. Und wir könnten einen in. Ja, und wir sollten eigentlich diese ganzen Handelssachen, die sollten wir dann da ablegen. Wir haben ja im Moment den Strahlenanzug, den wir mitschleppen. Das macht natürlich eigentlich gar keinen Sinn. Naja, dann würde ich da hinreisen. Also gehen wir erstmal zur Stadt zurück. Inventar.
Passt. Ja, am Teller. Gucken wir hier wieder. Händler. Leider da ein Handschuh. So. Jetzt haben wir hier aber wieder das Problem. Nahrung. Es reicht aber von der Nahrung, um da anzukommen und vom Wasser auch. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt nach da erstmal, nach Deadwood. Mal wieder zwei Händler. Zeig mal, was du hast. Der hat eine Gasmaske, die holen wir uns. Okay, dann gehen wir erstmal hier und holen uns Handelsmaterial. Dann legen wir den anderen Krempel da rein. Das sind dann quasi die ganzen Crafting-Gegenstände. Ja, Förderpumpen, die nehme ich mal mit, damit wir dann die auch direkt einsetzen können. Ja, ansonsten müsste das so passen. Nahrung, einmal müssen wir natürlich auch essen. So, also eine Gasmaske hatte einer, die holen wir uns. Und zeig mal, was du hast. Die Gasmaske ist uns. Zack, zack. Nehmen wir das halt auch noch mit. Ja, Mann, was für ein Geschäft. Ja. Genau. Und der andere, weiß ich jetzt nicht mehr, ob der was hatte. Mal, was du hast. Der hat auch noch mal eine Gasmaske. Naja, also wenn wir für jeden, also wenn wir komplette Strahlenanzüge brauchen, dann bräuchten wir das wahrscheinlich auch. Aber da habe ich natürlich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Tauschmaterial. Dann verzichten wir auf die Schrauben. Von der Nahrung her passt das. Da muss ich wahrscheinlich einen rauswerfen. Machen wir aber. Ja, Mann, was für ein Geschäft. Weil der produziert hier sowieso genug Nahrung. Eigentlich produziert er sogar genug Nahrung, um alle zu versorgen hier. 5 Rationen. Aber es macht auch wenig Sinn, eigentlich die ganze Zeit mit 3 Leuten rumzulaufen. Also, ich guck mal gerade. Der ist jetzt leer. Das ist der Andi. Ja. Ich meine, wir brauchen da jetzt auch nicht. Ja, doch, vielleicht macht das sogar Sinn, 2 Gasmasken rum. Ich kann die aber auch nicht anlegen. Also, ich weiß nicht, ob das einfach reicht, wenn man die im Inventar hat. Doch, dann machen wir, nehmen wir den weiter mit. Wir haben jetzt 5 Nahrung. Wir müssten hier einmal quasi Nahrung bekommen. Info 5. Naja, da machen wir minimal Gewinn mit. Aber das soll es für dieses Mal gewesen sein. Und ja, dann werden wir beim nächsten Mal noch hier durch die Weltgeschichte reisen und gucken, dass wir die letzten Orte erkunden und erschließen. Und ich denke, das wird insgesamt auch, ja, vielleicht auch ein bisschen interessanter, gerade hier die Fabrik oder die Raffinerie, als, da kann man leider nicht hin,
als diese, das Kämpfen hier, also die gegen die Gegner zu anzukommen, das finde ich, hat mechanisch so überhaupt nicht funktioniert. Aber könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Aber ja, gehen wir beim nächsten Mal hier weiter erkunden. Neue Folgen gibt es immer wochentags. Also ich vermute mal, dass das beim... Ja, ich weiß noch nicht, ob das beim letzten Mal dann die letzte sein wird. Aber wir haben noch eine Menge zu tun und wir müssen vor allem Dingen die Strahlenanzüge zusammenbekommen, wenn wir 3 Paar Handschuhe brauchen. Ja, müssen wir mal gucken. Also gerne auf den Kanal abonnieren. Ich danke jedenfalls fürs Zuschauen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.